Hallo, hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie man einen Rehrücken pariert. Ausgelöst habe ich ihn vorher schon, wenn es grob war, mal hängend. Ganz wichtig ist, dass man hier, da war die Keule, dass man da vorne, da muss man gut anstehen. Sehen Sie, da ist nämlich so, da geht der Muskel, der geht so raus. Und wenn Sie das nicht anschneiden und das dann runterreißen, reißen Sie da hinten den halben Rücken weg. Also ganz wichtig, da muss man einstehen. Und dann fahren Sie mit dem Finger ein bisschen her, das kriegt man ein bisschen an Widerstand, dass das gelöst ist. Jetzt drehen um. Da die Dinge schneiden auch gleich weg. Da ist ein Bild von Schulterblatt, der Knorpel drin. Den schneiden wir weg. Und weg ist weg. Jetzt so. Schauen Sie. Und wenn ich da jetzt etwas gemacht hätte, dann reiße ich den Muskelstrang auf. Und so bleibt der schön. Da ist nichts. Und das nehmen wir für Verschiertes. Was ich mache, ich teile den Rücken in zwei Teile. Das hat den Vorteil, dass ich beim Vakuumieren viel leichter tue. Ich schneide also die Hälfte, schneide rein, bis wo die Sehne ist und ziehe das Messer nachher so durch. Schauen Sie, das finde ich ganz perfekt. Aber schauen Sie, so habe ich einen schönen Rücken. Jetzt das gleiche mit der anderen Seite. Daher. Das viel verschiert ist, das schmeißen wir weg. Jetzt bei der Vorderseite. Ich lasse den Teil drauf. Weil wenn ich den wegschneide, wird der Rücken immer dünner. Und ich sage so, beim Rostbraten oder Ribeye in Neudeutsch, lässt man das ein bisschen leer drauf. Und das, ich glaube, so passt das schon. Haben wir noch einen da. Da ist jetzt, wo der Schuss drauf ist. Das schauen wir weg. Alles, was mal so ist, das schauen wir weg. Das ist. So schmeißen wir gleich weg. Jetzt sehen wir, da ist der Muskel. Da muss ich ein bisschen einstehen. Da muss ich schauen, dass ich den da ein bisschen auflöse. Da hängt er. Und da bin ich noch mit. Und wenn ich das nicht mache, und die reißen ein, reiße ich mir diesen ganzen Teil weg. Jetzt drehe ich es wieder her. Jetzt reiße die Dinge aber, die hat. Das ist die Schuss. Wegschmeißen, da ist nichts drauf. Da war der Schuss. Das ist leider so. Da schneiden wir gleich ein bisschen weg. Da schneiden wir weg. Da schneiden wir ein bisschen grad. Jetzt wieder Hälfte. Das kann man wieder. Die Sehne ist, kann man noch wegschneiden. Schauen Sie, der Rücken ist tadellos pariert. Da wieder das gleiche vorne. Messer ansetzen. Durchziehen. Wie gesagt, das lasse ich dabei. Wenn das wegschneidet, habe ich den halben Rücken entwertet. So schaut das super aus. GoPro Stopp. Und das sind jetzt die zwei Filet, die ich zuputzen muss. Das sind ganz normal, das sind nur eine Lymphknoten. Das ist bei einem Bild mehr, ein bisschen weniger. Das ist ganz. Ich fange an, da lässt sich das Filet lösen. Da wollen wir die Hände. Ich schneide den Kopf immer weg. Das schneide ich weg. Schneide ich gerade das Stiefel auch weg. Das tut man her. Und wichtig ist, auch immer die Spitzen wegschneiden. Dass da so eine feine Haut drauf, die ziehen wir aber. Und da schneiden wir es auch schön. Das ist immer beim Bild, dass alles so klebrig ist. Schaut, der Jäger, der das aufgebrochen hat, der hat das schon kennengelernt. Da ist kein Mist drauf, gar nichts.
Jetzt wieder, da schneide ich ein bisschen auf. Dann ziehe ich die Filet raus. Den vorne Kopf schneide ich weg. Hinten das Stipfel schnell mal weg. Und die Filets sind sauber. Das kann man aus dem Verschierten nehmen. Das nehme ich nicht. Das nehme ich entweder für Hundsfutter oder ich schmeiße es weg, wenn ich keinen Hund habe. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte abonnieren Sie mich. Und wenn Sie mir ein Like geben würden, das würde mich auch freuen. Also Daumen nach oben. Danke.